seit Hamad bin Khalifa nach dem Putsch gegen seinen Vater, Sheikh Khalifa, im Jahr 1998 die Putsch-Politik in Katar begannen, haben sich die Menschenschaften und Ereignisse des Landes fortgesetzt. Und der Putsch wurde zu einem wichtigen Hauptmerkmal in Katar. Wenn Tamim am 2013 Jahrhundert einen Putsch gegen seinen Vater inszenierte, um Katar zu übernehmen. Und die Putsch-Situation ist nicht zu Ende gegangen, sondern im Land fortgesetzt und kam in andere Positionen an. Und der australische islamische Prediger iranischer Herkunft, Muhammad Tawhid, gab kürzlich bekannt, dass es in der gegenwärtigen Zeit Spannung zwischen dem katarischen Geheimdienstchef Muhammad al-Musnad und der Außenminister Mohammed bin Abdulrahman al-Thani gibt. Und er betonte, dass Mohammed al-Musnad plant, um den Außenminister von seiner Arbeit zu entfernen. Und die Geheimnisse dieser Spannung, die Mohammed Tawhidi enthüllte, machte deutlich, dass al-Musnad Mohammed bin Abdulrahman von seiner Position verdrängen will, um die Finanzierung zu bekommen, die Mohammed bin Abdulrahman bekommt. Und die Mohammed Tawhidi enthüllte diese Spannung durch einen Tweet, der auf seinem Twitter-Account veröffentlicht wurde, um einen der inneren Konflikte in Katar aufzudecken, die in der kommenden Zeit in Katar zu Unruhen drohen.